Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Video zu dem offiziellen Addon der Gold-Version vom Landwirtschaftssimulator 15 hier in eurem Simulator-Kanal Nummer 1. Und wir sind hier bei Chewbacca angekommen, in Chokchokka, was auch immer, auf dem Weg zum Gemüsehändler. So, wo ist denn der Gemüsehändler? Warum sind die Symbole bei der Map aus? Was ist denn da passiert? So, der Gemüsehändler, der will nämlich hier die Kartoffeln haben und die Rüben. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr habt also über den Sendeplan auf tv.garderol.de herausgefunden, dass heute schon wieder noch eine Folge kommt und noch eine Folge und überhaupt morgen schon wieder und alles. Ja, so bestens informiert werdet hier über alles. Und jetzt guckt euch mal diese wunderschöne heruntergekommene Tschernobyl-Stadt an. Obwohl, in Pripyat sieht es noch ein bisschen runtergekommener aus. Da wird ja auch nicht geplündert. Aber die Leute zumindest laufen so, als hätten die irgendwie da mal irgendwas abbekommen. Oder haben wir hier so Umspanner hier, da wo richtig Leitungen hingehen. Also es sind schon sehr viele schöne Details hier drin. Hier übrigens sehe ich Cosplay scheitern. Wenn man immer hier genau reinfahren muss. In dieses schöne Backsteinhaus. Und da seht ihr, da geht's so. Ach, ist das cool. So richtig so eine alte Rutsche, die geht hier dann so in die Halle rein. Und da wird das dann da ins Lager getransportiert. Ich mag das. Ich mag diesen Stil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Bantico-Map an vielen Punkten noch ein bisschen hübscher, aber hey, das hat immerhin ein Mod einer Freizeit gemacht, der nicht Millionen damit verdient hat, sondern halt kostenlos. Da kann man auch erwarten, dass das ein bisschen besser wird, wenn ihr versteht die Ironie und so. Ja, ein schöner kleiner Ort. Also da unten ist übrigens die, da sehen wir die großen Silos. Kommen wir auch noch hin. Und die ganzen Leitungen, die hier irgendwie rumlaufen. Sollen das Wasserleitungen sein? Und hier ist irgendwie Volksfest oder so. Hier laufen die ganzen Leute rum. Hallo. Ich bin der neue Bauer. Könnt demnächst bei mir hier Gemüse kaufen und Kartoffeln und Rüben. Und da ist ein Spielplatz. Nein, es ist ein Spielplatz. Hui. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo. So. Hi. Ah, sehr schön. Und wippen. Das funktioniert nicht. Schade. Gibt es hier vielleicht Secrets? Tiny little secret. Ja, hier wird auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so diese Ecke, wo dann die Jugendlichen ohne Perspektive und ohne Ausbildungsplatz dann abhängen und rauchen. So, jetzt müssen wir aber wieder Gas geben. Hier war der Pickup, der wartet schon. Oh, hier haben wir einen schönen Radweg. Das hier würde übrigens von einer deutschen Berufsgenossenschaft mit Sicherheit nicht genehmigt. Auf dem Radweg. Ja. Nee, wer ist dafür zuständig? Landesstraßenbauamt, oder? Ich weiß es nicht. So, wir fahren wieder zurück zum Hof. Und dann haben wir 107.000 am Konto. Da müssen wir dann mal gucken, was wir noch im Lager haben. Das müssen wir dann auch noch leer machen und den Drescher und überhaupt. Und das noch zur Bäckerei fahren, die Reste, die wir haben. Ich weiß das gerade gar nicht. Wo ging das jetzt hier nochmal? Ach, hier. So, wir haben noch, ja, die Hackschnitzel, Komposterde, gebeiztes Saatgut. Und dann noch die Reste Weizen und, keine Ahnung, den Raps würde ich dann noch mitnehmen. Und dann würde ich den Rest halt drin lassen, weil ansonsten, also so viel, was ist das da vorne eigentlich? Da ist auch noch eine Halle. Das ist der Dorfgetreidespeicher. Okay. Dann fahren wir wieder hier über diesen wunderschönen Fluss.
dann geht's hier in die deutlich gekennzeichnete Rechtskurve. Und da haben wir schon einen wunderschönen Blick auf unser Kombinat. Obwohl, nee, wir sind in Russland. Gut. Dann machen wir erstmal den Drescher leer, würde ich sagen. Und ja, dann müssten wir langsam überlegen, was wir mit dem restlichen Geld machen. Ob wir dann ein großes Feld kaufen zum Beispiel. Man weiß es nicht. Die Hackschnitzel müssen wir verkaufen. Das ist dann was, was wir in der nächsten Folge machen. Dass wir uns also anschauen, was da passiert. Der ist fertig. Ah, sehr cool. Dann machen wir den nochmal voll, dann düngen tun wir gleich. Tun tut man übrigens nicht. Auch sehr schön übrigens, ne? Also hier die Saat, gut. Paletten. So. Einmal auffüllen. Und das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das ist nicht gewünscht, dass man die beiden Hänger aneinander hängt. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Was ich übrigens auch noch gerne testen würde in diesem Playtest, könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet. Ich würde gerne mal die Forstwirtschaft testen. Also was hat sich das wirklich verbessert? Inwieweit hat es sich verbessert? Kann man jetzt damit spielen oder nicht? Oder was? So, jetzt nehmen wir noch den Rest Weizen aus dem Lager mit. Und dann noch den Rest Raps und fahren das in die Bäckerei rein. Ja, ich überlege gerade, also was ich euch jetzt empfehlen würde, mit dem Geld zu machen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Also müssen wir jetzt natürlich gucken, sind die Maschinen, sind die nur ausgelastet? Die fahren jetzt auf dem Feld rum, beide. Aber dann, wenn die fertig sind, stehen sie rum. Wahrscheinlich würde ich ein neues Feld investieren. Weil wir haben genug Fahrzeuge, wir haben einen Mähdrescher, wir haben einen zum Abfahren hier. Was man in der Zwischenzeit, während man wartet, dass das alles reif wird, machen kann, ist halt ein bisschen Forstwirtschaft machen. Das Problem bei der Forstwirtschaft ist aber, und deswegen habe ich ja überlegt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, also, ne, wie ihr das findet. Deswegen habe ich überlegt, da vielleicht nochmal reinzugehen, das nochmal anzugucken, was sich da verbessert hat. Hier in diesem Addon sind aber keine neuen Maschinen dabei. Ich bin euch aber noch ein paar schuldig, die will ich jetzt noch eben nachreichen. Weil wir eh jetzt gerade warten müssen, bis die Maschinen fertig sind. Und dann zeige ich euch die auch noch und dann haben wir das alles schon mal erschlagen. Kaufen können wir sie natürlich noch nicht, weil da müssen wir noch ein bisschen, da muss der alte Garderol noch lange für stricken. So. Bremsen! Finde ich übrigens auch schade, dass man hier nicht in den Schlitz reinfallen kann. Man fällt ja sonst schon mal gerne in den Schlitz rein. Aber hier geht's nicht. So, Kontoendstand, bevor wir verkauft haben, noch die Hackschnitzel. Die gehen noch für 2,1 an die Biomasseheizwerk. Nicht verwechseln mit Biogasanlage. Da kriegen wir dann auch nochmal ordentlich Geld dafür. Also, an liebevollen Details wurde halt an den einen oder anderen Orten nicht gespart. An anderen aber schon. So, wir fahren jetzt hier unten zum wie nennt sich das? Holzlager. Das ist das Holzlager hier, okay. Und in dieser wunderschönen Holzlagerlandschaft schauen wir uns dann eben noch die restlichen fehlenden Maschinen an. Reiß mal den Krach aus hier, das hält ja keiner aus. Ich meinte eben hier, ne? Also das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre das so nicht gedacht, oder? Der hängt mir so tief irgendwie. So, hier haben wir also eine Holzverladestation. Ihr seht also, wir entdecken hier jetzt immer noch was Neues. Falls ihr euch fragt, warum mache ich das in diesem Format? Ich möchte euch das spielerisch zeigen. Ihr wisst, das mag ich halt am liebsten und ihr mögt das auch am liebsten. Und wenn ich Holz verkaufen will,
kann ich es hier in den Teich befördern. Für lange, gerade Holzstücke erhalten sie mehr Geld als für kurze, krumme. Also hier kann ich das Holz reinkippen. Sollten wir mal vielleicht testen, ob das hier jetzt besser funktioniert als auf den anderen Maps. Das würde mich auch mal interessieren. So, wir schauen uns jetzt noch an, welche Maschinen noch dazugekommen sind. Wir hatten also die Traktoren in den ersten Videos. Wir haben die Mähdrescher und die Schneidwerke. Haben wir uns schon angeschaut. Bei den LKW gibt es neben dem Gardeholz Game Show Truck Edition, der ist natürlich nicht im Addon dabei, sondern auf modhoster.de zu finden, der besten Plattform mit den meisten Mods und der größten Community und den meisten Moddern und so weiter und so fort. Gibt es hier einen Tatra, der passt natürlich auch schön zu unserer Nostalgie hier. 165.000 im Vergleich zu dem normalen MAN hat der sogar mehr PS. Also da kann man vielleicht sagen, so diese alte russische fette Maschine passt da vielleicht ganz gut. Dann gehen wir jetzt ausnahmsweise mal über Marken, obwohl ich das nicht so mag. Denn wir haben den Lizenzpartner Kverneland hier drin, die also auch hier ihre Siku-Modelle präsentiert haben wollen. Da haben wir hier den, fangen wir hier an. Also wir haben Gruber mit 3 Meter Breite, wir haben einen Flug mit 2 Meter Breite, wir haben dann den bereits gezeigten kleinen Seemaschine. Es gibt noch eine größere, sie aber 50 Liter, die hat nur 600 Liter. Das ist einmal hier die für Rüben und Mais und das hier für normalen Früchte. Beides 3 Meter und hier 3,8 Meter Arbeitsbreite. Und dann noch der Düngerstreuer, den habt ihr schon gesehen, den habe ich ja schon in den zuvor gezeigten Folgen dabei. Übrigens ist noch dabei das Handbuch Modding für Dummies. Und ja, das macht das Paket, glaube ich, relativ komplett, würde ich sagen. So, wir müssen zurück zum Hof, denn wir müssen noch das Holz nach Hause fahren und dann überlegen, können wir jetzt schon mal, dann fahren wir hier an dem schönen Bach entlang, überlegen schon mal, wie es weitergeht. Ich würde fast sagen, dass wir eines der größeren Felder nahe des Hofes kaufen. Oder die beiden kleinen. Und da bietet sich zum Beispiel Feld 23 an. Wollen wir da mal gucken, was das kostet? Würde ich fast sagen. Weil während dann auf dem einen Feld die Sachen wachsen, können wir auf dem anderen ernten und so weiter. Das ist also auch mein Tipp an euch. Dann lassen wir die Zeit vorlaufen. Um Tiere und so weiter, so schön das ist, kümmern wir uns dann später. Denn die alten Stallungen hier, die haben auch noch ein paar Besonderheiten. Es gibt immer noch ein paar Dinge, wo ich jetzt schon weiß, dass ich euch die unbedingt zeigen will, aber wir die noch nicht gesehen haben. Ja, nochmal der Hinweis. Also wie gesagt, ganz, 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 ganz viele Special-Folgen LS15 hier Add-on, damit ihr bei mir bestens informiert seid. Und am Wochenende, am Samstag, ein anderes wunderschönes Special to blow your mind. Ein kleines, schnuckeliges oder zwei kleine Überraschungen vielleicht. Mal gucken. Ihr solltet also auf jeden Fall am Samstag mal in meinem Kanal vorbeischauen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer, Abo dalassen, ne? So. Gucken wir mal. Das Feld kostet 129.000. 132.000 haben wir. Tja, was tun? Mit den kleinen Maschinen dieses Feld zu bearbeiten, wird aber auch die Hölle, ne? Wir könnten dann alternativ halt die beiden kleinen Felder hier kaufen und damit weitermachen. Auch da gucken wir nochmal eben, was die Kosten. Derzeit verweise ich schon mal auf den Sendeplan tv.gardeholz.de. Da findet ihr halt raus, wann die ganzen Special-Folgen kommen und so weiter. So, 26.000. Und die sind ziemlich, ja, von der Größe her passen die ungefähr zu den anderen. Also, wenn man das abwechselnd machen will, geht das eigentlich ganz gut. Oder ginge das ganz gut, wenn wir diese beiden Felder dazu nehmen. Da wird man vor allem nicht wahnsinnig mit den Maschinen. Also, die beiden kaufen wir. Und haben da immer noch ein bisschen Budget vielleicht,
um dann noch größere Maschinen zu holen in den nächsten Folgen. Und wir müssen ja auch die Hackschnitzel wegfahren, müssen wir auch noch machen. Also 80.000 haben wir noch übrig. Haben aber schon das Saatgut und den Dünger und so gekauft. Dünger wird wahrscheinlich nicht für alle Felder reichen. Euch danke ich jedenfalls wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da und schreibt dazu, warum hat es euch nicht gefallen? Was kann ich besser machen? Schreibt es in die Kommentare, weil hell sehen kann ich halt nicht, ne? Und ja, dann sind die beiden Maschinen schon fertig. Das heißt, in der nächsten Folge geht es weiter mit Umplanen, Umbauen und so weiter. Müssen wir mal gucken. Ich sag besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!